Jo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ich warte immer noch auf einen Speicherpunkt eigentlich. Moment mal. Stimmt ja. Moment mal. Ach so. Hi. Na? Wenn ich euch schlage, was passiert dann? Will ich nicht testen, solange ich keinen Speicherpunkt habe. Okay. Warte, ich komme da. Ich komme da rein. Irgendwie. Okay, da unten ist jemand. Na gut, solange kein Alien da ist, ist alles. Oh. Speicherpunkt. Die Kamera guckt mich direkt an. Und weiß, dass ich hier bin. Ist da jemand? Einfach mal so. Alles schon mal machen. Muss ich eigentlich hin? Eigentlich würde ich hier sagen, hier in Sicherheit bleiben. Solange. Wie? Wie geht das denn? Alter, da passt jemand rein? Alter, wie klein müsste sie denn sein? Also, wenn ich das Alien. Ich dachte schon, da liegt jemand. Kann aber nicht sein. Moment mal. Da geht's lang. Ach. Leuchtfackel, die musste ich auch mal wieder benutzen. Hat der will. Ah. Nee, aber erstmal ein Bauplan. Geräuschemacher. Okay. Dann erstelle ich noch ein paar. Davon habe ich nämlich sehr wenig. Und erstellen. Okay, da kann ich noch was machen. Komm, Medikit brauchen wir immer. Und drücken. Und Geräuschemacher. Und basteln. Kann ich noch was herstellen? Inventar voll. Ah, hier kann ich noch was machen. Hey, ich kann noch was machen. Na gut, dann mache ich es bis zum Ende, ne? Schön, nicht? Achso, Inventar voll. Ethanol brauchen wir nicht. Oh, was ist das? Schrott.
Okay, noch alles ist okay. Noch keine Störung. Gut zu. Ah, keine Pistole. Ich weiß, ich entferne mich, aber trotzdem. Und schon ist es offen. Moment mal. Kurz warten. Hier bin ich doch hergekommen. Genau. Kurz mal speichern. Weil ich so viel gebaut habe. Jetzt machen wir weiter. So, dahin muss ich. Sagen, bin ich sicher. Jemand ist hier in der Nähe. Was? Was zur Hölle? Oh, nice. Schöne Sache. Oh. Besser. Oh ja. Viel besser. Hä? Niemand ist hier. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Na, hi. Betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Wow, was für eine schöne Stimme. Es muss einen anderen Weg geben. Moment. Warum hörst du nicht einfach? Obwohl, ich würde hier auch weggehen wollen, wenn hier so ein Vieh kommt. Okay. Hacken wir mal. Was? Können wir nicht eigentlich einen Druiden hacken? Okay. Ach komm. Komm. Ey, das nervt voll. Okay, geschafft. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden. Baupla. Tri. Dann noch das. Ah. Jemand bewegt sich. Warte mal. Patronen? Ich sehe nichts, aber jetzt schon. Oh nein. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh. Oh mein Gott. Aber die wurden doch nur von dem böse, oder? Der eine war doch nur böse. Oder sind jetzt auf einmal alle böse? Ich kapier nicht, als wo ich.
Hingehen soll und wo nicht. Warte, bin ich gerade hier? Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Wir müssen einfach schleichen. Was zur... Oh. Now I understand. Ich muss hier hacken. Lecker. Hier fühle ich mich sicher, wenigstens mit dem Teil. Okay, einer. Oh Mist. Sind das? Ne, das ist nur einer. Ich dachte, das wären zwei. Okay, warte. Interessant, aber wo... Was soll ich denn genau? Ah, okay. Schrott. Sag mir nicht, er kommt näher. Oh nein, hier ist noch das Alien, oder? Okay, er bewegt sich nicht. Nein. So. Privat. Sensible Filminformationen wurden automatisch in einer kürzlich von dem Terminal verschickten Sevastoling-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Schiedens von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder Ihren Vertreter von Seagens Synthetics. Apollos Auge. Ah, toll. Rix. Arbeiten Sie noch immer bei Seagens... ich kann es nicht aussprechen. Communications. Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Raids einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden. Also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sie sich etwas Interesse ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras, das man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Haldin. Ja, ich bin Daniel. Hi. Wojin Josiah Jig 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir können hier aufräumen. Ransom. Ordner fehlerhaft. Super. Okay, gut zu wissen. Ich werde ihn jetzt mit dem Ding schlagen, glaube ich. Wenn er mir in die Quere kommt. Weiß, ich bin dort in der Nähe. Hallo? Oh. Ein Glück, dass sie sich umdreht. Das ist zwar riskant, aber... Wenn ich da rein muss... Warte mal. Was gibt's da Besonderes? Wow. Kurz gucken.
Hier gibt's ja nichts Besonderes. Man kann nur rausrennen. Das will ich noch nicht einschalten. Alles klar. Ich weiß, was ich jetzt mache. Und tut mir leid, meine Schwester heute gerade. Okay, schnell hier runter. Und keiner hat mich bemerkt. Hä? Ach so. Interessant. So. Jetzt kann ich weiter. Die Kameras sind aus. Hoffentlich gehen die nicht wieder an. So, ich bin sicher. Komm schon. Ja, noch lauter geht's nicht, oder? Puh. Alter. Ah, ich bin sicher. Haha, ihr Losen. Losers. Ja, sehr schönes Bild. Sehr schöne Bilder. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Ach so. Ich... Oh Mann, jetzt geht's an Schleichen. Ach, hier direkt ist ein Speicherpunkt. Wo denn? Okay, hier. Dann, wenn ich sterbe, dann ist ja alles gut. So, speichern, ja, bitte. Und jetzt geht's weiter. Ja, hier ist es ganz schön tief. Moment mal. Was ist hier oben? Muss ich hier hoch? Alles klärchen. Alles klärchen, Papierchen. Ich frage mich, warum die auf einmal so böse sind. Na gut, hacken wir das mal. Das hier. Dann die X. Dann... Ach, das hier. Geschafft. Anmelden. Ach so. Privat, Torrance Roof. Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Valaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem.
Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Alles klärchen. Dann noch einmal speichern. Und dann... Ach, darum heißt es Isolation, also Isolation von Außenwelt. Und Alien, weil da ja, naja, ein Alien ist. Kurz gucken. Und ich will eigentlich jetzt schon beenden, aber ich will ein bisschen kurz gucken, mit wem ich hier alles zu tun habe. Ich habe nur einen Revolver. Alter. Rein. Rein mit uns. Hey, warte mal. Nein, ich will nicht hier nicht. So. Ich sehe kaum was. Ja, Leute. Wir haben viel geschafft. Okay, nicht so viel wie die anderen Let's Player bestimmt. Aber wenigstens irgendwas, ne? Dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich warte kurz. Ja, ich kann wieder speichern. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, Moment. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.